Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Und wir sind immer noch in der Nachtsession drin, wo ich etwas leiser rede, aber ich denke, das kompensiere ich einfach, indem ich dann die Autospur lauter mache. Also vielleicht fällt es euch gar nicht so sehr auf. Wir machen jetzt erstmal ein Spiel mit der Calcio A. Ja, passt alles. Konzentrieren, ich bin immer noch müde, logischerweise ist es immer noch nachts, aber man kann auch so Spiele gewinnen. Ich habe auch gut gespielt, denke ich, im letzten Spiel. War ich eigentlich ganz zufrieden mit. So, schauen wir mal aufs Team des Gegners. Ich bin gespannt, wie sich Quadrado spielen lässt. Als geupgradeter. Okay, das Team ist eher schwach. Da gerade eben der Gegner hatte eigentlich ein gutes Team, hat eigentlich auch ganz gut gespielt. Nur dass er halt in der Offensive manchmal aber komische Pässe gespielt hat. Also er war nicht wirklich so krass schwach jetzt, der Gegner. Das heißt, der Spieler jetzt, der darf gerne schwächer sein. Also vom Team her schon mal schwächer, das ist schon mal gut. Quadrado war direkt mal am Ball. Machen wir einen ganz ruhigen Angriff hier. Khedira, bester Mann im Mittelfeld, also im Defensiven. Schöner Schuss von Brozovic. Oder mit Brozovic. Auch nicht so der krasse Torhüter. Aber von den preiswerten Torhütern ist der Begovic jetzt meistens dabei. Ich würde sagen, letztes Jahr war nach Butland auch Begovic der zweitmeiste preiswerte Torhüter. Schade. Von dem erwarte ich eigentlich auch ein bisschen Torgefahr, aber bisher hat er nicht so viel gezeigt. Das macht er gut mit Sanchez. Jetzt müssen wir mal einer ran. Hier muss mal einer ran. Wer macht's? Khedira, leider vertändel ich dann den Ball, aber ich wollte mir mit Lichtsteiner wieder. Und mach dann den Scheißpass auf Werner, auf Icardi. Ach, zum Glück noch ein Bein reingekriegt mit Koulibaly. Aber ich glaube, der wird schwer zu verteidigen. Schön mit Koulibaly, ist halt einfach ein Tier. Fuck, der steht halt auch schon wieder ziemlich gut, ey. Gut abgelaufen mit Musa. Was? Musa hat doch gar keinen Körper, das ist einfach nur schnell. Das ärgert mich. Ja, da waren leider Überzahl, ich konnte nichts mehr machen. Sehr schön. Oh, wir hatten doch schon. Der Gegner wollte tackeln und hat dann auf Klären gedrückt. Oh, ich war schon durch, sag mir das doch. Verdammt nochmal. Gut gespielt, richtig gut gespielt. Können wir froh sein, dass Donnarumma den hält. Also das Spiel ist bisher auf jeden Fall schwerer als das letzte. Mit Brokovic in den Zweikampf gehen, glaube ich, nicht so geil. Das wusste es.
Das heißt, müssen wir auch mal hier wieder eine Torschance generieren. Wir haben einmal geschossen mit Brozovic, das war ganz okay. Es darf auch gerne ein Tor fallen, also nicht nur eine Torschance, sondern auch gerne ein Tor. Mal ein bisschen schnelles Kurzpassspiel. Pass sollte nach unten gehen. Fuck, keine Ahnung, warum der nach oben macht. Muss ich ziemlich kacke gezielt haben. Gut antizipiert und trotzdem nicht gehabt. Waren wir dran, aber er bleibt im Ballbesitz. Khedira. Schwacher Pass. Alter, der ist so schnell wieder da, das war einfach schlecht von Khedira. Koulibaly. Was? Wie kann denn Sané sich da durchsetzen? Och, ich verstehe das nicht. Dürfen wir uns nicht aufregen. Es steht 0-0, ist noch nichts passiert. Ein bisschen konzentrieren. Ja, ich wollte nicht von da schießen, deswegen habe ich dann abgebrochen, aber es hat nichts gebracht. Rüdiger hatte den Ball. Versuchen wir mal auf Koulibaly zu spielen. Kommt sonst wo ein, aber nicht bei Koulibaly. Nicht zu dem. Och Mann. Ach, schade. Aber wir waren dran. Das war dumm von mir, aber ich dachte halt echt, da kommt einer. Wir waren komplett blank. Zum Glück. Trotzdem, dummer Pass von mir, viel zu weit. Viel zu weit. Mal schnell eine vogelwilde Grätsche auspacken. Ah, die erste Hälfte gefällt mir weniger als die vom letzten Spiel, weil wir viel zu wenig Zugriff hatten und ein paar Fehler gemacht haben. Der Gegner ganz gut nach vorn spielt. Trippelsteig und man merkt überhaupt nicht, dass er ein deutlich schwächeres Team hat. Das ist schon mal ein Problem. Das ist immer kein gutes Zeichen. Also für mich zumindest. Für ihn natürlich schon. Schade. Sehr schön von Khedira. Och, und er schafft es nicht, den Ball drin zu lassen. Fuck. Och, den haben wir eigentlich auch schön gedeckt. Er hat leider die Abschlüsse. Das ist scheiße. Wir kommen echt noch zum Schuss, aber da waren wir leider schon so behindert, dass wir keinen gefährlichen hinbekommen.
Das ist auch so ein Spieler, der immer wartet, oder fast immer wartet, bis der Gegner beim Ballführer ist und eigentlich so gut wie nie. Vorher abspielt. Wieder wird er geblockt. Fuck, aber wenigstens blieben jetzt so halb gut die Chancen raus. Oh, den Scheißball weg. Einfach wieder Khedira da dran ist. Ach geil, sich voll gelohnt. Immerhin, so jetzt machen wir mal ein schönes Kopfballtor. Aber erstmal El-Sharawy auswechseln, hat er gar keine Power mehr. Das heißt gar keines übertrieben, aber nicht mehr so viel. Ich dachte echt, der Torhüter macht einen Fehler. Krass, dass er den gekriegt, ey. Alessandrini, das wäre es noch gewesen, wären zu CBU-Kopfballtore geworden, weil den habe ich nicht gesteuert. Wenn der den noch reinmacht, krass. Hat teilweise trotzdem, ich finde, er macht schon einige sehr knappe Sachen und hat dann, das hat er stark gemacht, aber dann kommt zum Glück nichts raus. Er macht schon einige sehr knappe Sachen und hat eigentlich bisher immer Glück gehabt, dass die ankommen. Interessant. Ich hab's so gehofft, dass er ankommt. Daher war der dann wieder scheiße. Fuck, Mann. Der Pass vorher mit Brozovic war natürlich ultra geil. Elfmeter? Oh, es gibt keinen. Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben gewesen, aber man kann ja hoffen. Das haben wir schön getribbelt, aber Quadrado ist jetzt, glaube ich, auch zu raus von der Power.
Wenn er den weiter in die Ecke gezogen kriegt, ist er halt drin, ne? Schade. Ja, falsch. Brandt hat bisher eigentlich als Einwechselspieler auch noch nicht so viel gezeigt im Vergleich zu Alessandrini. Aber okay, ich spiele natürlich auch viel über Alessandrini. Tja, da geht's wohl leider schon in die nächste Verlängerung. Nicht ganz so, es läuft nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, jetzt braucht er seine Zeit, wie es aussieht. 90. Wir haben jetzt eine Ecke, oder? Also wenn wir jetzt Glück haben, machen wir jetzt einfach mal einen. Komm schon, bitte. Risikopass. Ich meine, er muss halt irgendwie da mal rein. Dann hätte ich lieber flanken sollen. Tja, leider schon wieder Verlängerung. Oh nein, schenken doch keine Ecke. Nice. So, ich werde mit euch, ich kann jetzt durchziehen. Na? Boah, da ist gar niemand. Aber ich musste dann flanken, wenn ich da abbreche, wird eklig. Rennt irgendwie immer total gut hinterher. Ich verstehe das nicht. Brandt hat auch. Hat auch noch volle Pace gehabt. Wie kann er denn da hinterherkommen? Also bitte. Das war natürlich gar nichts. So, er macht kurz. Das ist der erste Abschlag für uns in dem Spiel. Das könnte sogar sein. Danke. So, jetzt kann er auch nicht einfach dahinter rennen. Oh, ich wusste nicht, dass er so dumm reintackelt und ich durch bin. Einfach mal aufbrennen, abgefälscht, der geht trotzdem nicht rein. Oh nein, Eigentor! Oh, bitte keine Elfmeter schießen! Komm schon, mach wieder ein Tor, mach wieder ein Tor. Also ich mach wieder ein Tor, Paxis, come on. Oh krass, abgefälscht, Lackertor, alles klar. Was soll's? Erstmal die Chance rausspielen, aber es ist noch lange Zeit, meine Freunde, jetzt wird's gefährlich. Sehr schön, im Heimstadion, im Kessel, im Hexenkessel. Pass war schön zurückgelegt, ich denke mal, es zählt als Eigentor, also der wäre auch rein, wenn Rüdiger da nicht gestanden hätte.
Nee, geil. Sieht sogar so viel Brozovic. Gefällt mir. Natürlich ziemlich lucky. Ich tue mich eigentlich auch schwer zu sagen, dass es verdient ist. Ich glaube, ein Unentschieden ist hier verdienter. Khedira ist so eine Bank, ey, aber es war auch schon ohne Boost. Oh, ganz beschissen mitgenommen den Ball. Wieder Khedira. Oh, weg damit. Hat so gerade ein bisschen Vogelwild, aber es passt schon noch. Jetzt macht er auch Fehler, sehr schön. Hat er gut gemacht. Der Pass sollte nicht dahin gehen. Danke, danke, danke. Den muss er natürlich machen, ne? Komplett frei zum Kopfball. Das ist dann Pech für den Gegner. Und wie gesagt, unentschieden wäre verdient. Ich bleib dabei. Und jetzt Zeitspiel natürlich. Hätte man auch schon eher machen können, aber irgendwie war ich wieder so im Fokus drin, dass ich dran gedacht habe. Gott, was für ein schwacher Schuss. Da hätte ich, denke ich, eher einen Flachschuss nehmen sollen, aber es sollte jetzt eh vorbei sein, das Spiel. Ja, nice. Das war auf jeden Fall glücklich. Also hier wäre ein Unentschieden absolut verdient gewesen. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich es geschafft habe in der Verlängerung. So, es wäre geil, wenn wir jetzt das nächste Spiel vielleicht mal regulär gewinnen in der normalen Zeit, nicht in der Verlängerung erst. Tore, Brozovic, Vorlagen. Alessandrini, Einwechselspieler, Man of the Match. Also, was soll man dazu noch sagen? Brandt bisher halt gar nichts gezeigt, aber okay. Muss aber auch zugeben, er fühlt sich jetzt gerade nicht mehr so geil an, wie er sich hat als regulärer Spieler angefühlt. Aber okay. So, machen wir mal noch eins. So, es könnte echt sein, dass ich dann doch nicht noch eins mache. Ich wollte ja eigentlich noch ab 18 Runde spielen, aber mal schauen. Wobei, wahrscheinlich macht er noch eine Aufnahme und macht noch zwei Spiele und dann habe ich auf 17 runter und dann war's das für den Tag. Mal schauen. Nehmen wir mal lieber gelb, gelb-rot passt besser. So, jetzt bitte ein einfacherer Gegner. Plus, ich möchte in der regulären Zeit gewinnen oder erst einmal abbrechen. Super krass. Sehr gutes Team. Hunter auf Reus, interessant. Und nur Deadeye auf Robben, das ist auch interessant, weil Robben ist von den dreien davon der langsamste. Insgesamt natürlich ein sehr gutes Team. So, konzentrieren. Keine Ahnung, wie er den hält, ohne Scheiß. Ich wollte nicht schießen, wollte die Schusstäuschung machen. Den Ball hatte ich jetzt schon fast. Fährmann. Oh nein, er bekommt einen Abschlag, schade. Wollte ich, glaube ich, einfach nur klären.
Auch interessant, dass er Hummels spielt, aber es könnte vielleicht wegen den Link machen, den er braucht. Auf Kimmich. Habe ich nicht genau geguckt, wie sein Hybrid aufgebaut war. Ja, Robben hat keinen Körper. Schade. So knapp. Aber ich glaube, gegen ihn könnte es einfacher werden. Aber das sind dann wieder die Spiele, die man verliert. So natürlich zu gewinnen. Er kommt nicht so richtig raus, habe ich das Gefühl. Das wollte ich decken, aber Kimmich ist da. Ecke. Was? Keine Ecke? Was ist das denn? Es geht die Scheiße wieder los. Eieiei, ich wollte schon sagen, Reus mit dem Kopfballtor oder was? Die Idee war aber gut und Reus hat sich auch durchgesetzt, leider. Och, das war der dümmste Ballverlust aller Zeiten, weil jetzt Überzahl hinten. Zum Glück hat er schlecht ausgespielt. Trotzdem dummer Ballverlust von mir. Schöner Schuss, schade. Oh, wo geht denn der hin? Das wird komischerweise nicht gepfiffen als Stürmerfoul. Das ist halt ein ganz klares Stürmerfoul. Machen wir eigentlich gut. Aber reicht leider nicht. Hat dann gedacht, dass er ewig so weiterlaufen darf. Oh.
Anscheinend wollen die unbedingt, dass ich richtig, 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 richtig lange sitzen muss. Weil was soll das denn? Jetzt bricht das Spiel auch noch ab. Ich meine, war jetzt auch nicht ultra leicht, das Spiel. Wir hatten jetzt überhaupt gar generell keine leichten Spiele. Also keine richtig leichten Spiele. Aber muss ja nun nicht unbedingt sein, dass die Spiele hier noch abbrechen. Ich spiele jetzt trotzdem mal mit der Bundesliga, auch wenn die schon ein bisschen down ist. Ich habe ja Glück, der nächste Gegner ist super schlecht. Wir schießen 5 Tore in 3 Minuten und er bricht ab. Oh, Gegner verlässt die Partie, okay. Das ist bestimmt das türkische Nationaltrikot, noch nie gesehen, aber wenn die Türkei-Fahne da drauf ist, ach du Gott, ach du Gott. Guckt euch das Ding an hier. De Bruyne, Pogba, Griezmann, und wie sie alle heißen. Wie heißt der eine gleich? Courtois. Okay, aber vielleicht spielt er ja schlecht, wenn wir Glück haben. Ja, Courtois, Kanté. Vor allem Kanté ist jetzt ein 87er. What? Aber sind halt alle geil, ne? In vom Alessandrini, vor allem in vom Alessandrini. Eieiei, der macht mir richtig Angst. Na komm. Geiler Pass auf Pulisic. Leider dann versaut. Aber wieder geholt. Was für ein geiles Ding! Was für ein geiles Ding! Genauso habe ich mir das vorgestellt, ey. Sehr geil. Würde sagen, es war ein Dropkick, oder? War kein richtiger Volley mehr. Na doch, kann man schon als Volley sehen, weil er ist ja gerade im Runterfallen gewesen. Dropkick ist ja, glaube ich, eigentlich, wenn er gerade aufgetitscht ist. Sehr geil, 3. Minute. Erstmal ein bisschen die Moral zerstören und jetzt noch eins nachlegen. Schöner Distanzhammer, ey. Tick zu spät, schade. Dafür war der gut und Tolisso bleibt auch dran. Nice. Oh. Scheiße, ich wollte auch nicht aufs Tor gehen, ich wollte zurückköpfen. Och, der geht nicht rein, weil er einen richtig bekloppt schlechten Abschluss wählt. Danke. Aber der Pass war genial. Mann, Fährmann ist wirklich auch ein ziemliches Biest im Tor. Ich würde sagen, Donnarumma fällt trotzdem noch einen Tick mehr auf, aber Fährmann macht's auch nicht schlecht. Schade, dass den nicht durchkriegen auf Zuber. Sollte da eigentlich nicht hingehen, wenn ich ehrlich bin. Och, der hat mich doch. Ey, der war doch zuletzt dran, oder? Er hat mich. Weiß ich nicht, gefoult, bedrängt. Irgendwas hat er gemacht, sonst kann ich doch nicht da dran gewesen sein. Achso, jetzt darf ich übrigens die Verbindung abbrechen, weil da habe ich mich automatisch gewonnen. Ja, Griezmann hat natürlich einen genialen Schuss, ne? Ist, glaube ich, Linksfuß. Gut positioniert mit Tolisso. Das ist in meinen FIFAs auch schon als Foul gewertet worden, ne? Auch komisch, dass dass er da zuletzt dran war. Das ist übrigens ein Foul gewesen an Zuber. Aber egal. Ich wollte mir ja auch nicht so vorlegen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber er spielt ihn dann einfach wieder ab. Scheiße, das hat er leider geahnt. Schade.
aus dem Winkel, das wär's wieder gewesen. Oh, ist viel zu gefährlich. Ich brauche noch mindestens 2 Tore, um hier mich recht sicher zu fühlen. Oh nein, wie dumm. Aber dann ist das leider zum Glück auch nicht so schlau. Also hier geht's gerade Vogelwild zu und ich bin ganz ehrlich, ich habe den Spieler nicht gesehen. Ich habe Griezmann nicht mehr gesehen. So eine richtig geile Torschance haben wir uns jetzt leider nicht mehr erspielt. Es ist aber auch ziemlich aggro, finde ich. Also geht ziemlich mit einem ziemlichen Pressing drauf. Ja, rammelt wie so ein Bekloppter auf den Ballführer. In den allermeisten Fällen. Ich komme auch nicht durch, muss ich zugeben. Ey, dass sowas nicht bestraft wird, ist echt schlecht verteidigt von ihm und er bekommt trotzdem den Ball. Krass. Krass, dass das funktioniert, ohne Scheiß. Dumm, einfach nur dumm. Gibt's gar nicht, ja. Dieser Scheiß funktioniert. Aber es fängt halt an, dass er sich da den Ball angelt mit einer total schlechten Abwehraktion. Also wo er anständig Glück hat, dass der Ball bei ihm landet. Aber egal, es steht 1-1. Wir schießen jetzt einfach 1 und verteidigen dann noch besser. Oh, nicht mal die Ecke. Fuck. Hallo, bietet sich hier mal einer an, Freunde? Ja, dann halt so. Ich soll jetzt aber konzentrieren. Nicht auf ihn, verdammt nochmal. Da hatte ich es mal satt, aber es hat leider nichts gebracht. Schön abgefangen von Ginter. Ach, das Gegentor ist scheiße, Mann. Aber da spielt er auch nicht schlecht. Aber schon wieder so ein beschissen anstrengendes Spiel. Gebt mir doch mal einen leichteren Gegner. Das kann doch nicht sein. Ich meine, das sind doch die ersten Spiele. Klar, ich habe jetzt bisher nur eins verloren, aber... Es war kein einziger Schwacher dabei. Entweder spiele ich gerade so kacke, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke nicht schlecht. Nicht so schlecht. Also nicht viel schlechter, als mir möglich wäre. Scheint so ein bisschen sein Ding zu sein, diese merkwürdigen Flanken. Ja, es sollte eine Schusstäuschung werden. Verdammt nochmal. Nicht schon wieder in die Verlängerung, verdammt.
Hat er auch wieder mal schlecht verteidigt und es wurde zum Glück endlich mal bestraft, sein Stellungsfehler auf Außen. Und Bender macht ihn natürlich, wer sonst? Aber abgefälscht, oder? Nee, einfach nur und extrem verdeckt geschossen, glaube ich. War nicht abgefälscht. Aber das Tor reicht nicht, brauchen wir uns gar nicht drauf ausruhen. Das reicht nicht gegen den Gegner. Ich brauche jetzt eigentlich immer noch zwei Stück, das ist noch zu lange. Aber erstmal in Führung, das ist natürlich gut. Glück. Oh, ich wollte gerade. Ich dachte echt, er geht rein, ohne Scheiß. Die musste Bräune eigentlich auch machen da. Aber echt, das haben wir echt gut verteidigt und dann kriegt er leider den zweiten Ball und dann war es das wieder. Nicht auf ihn, meine Fresse, ich habe angetippt den Pass, ich habe den angetippt. Sollte natürlich rüber auf Schmelzer gehen. Und der knallt ihn davor zu Zuber wie so ein Bekloppter, ey. Schade, war ein riskanter Pass auf Werner. Das ist aber gerade ein bisschen eng. Will er nicht mehr mit oder hat er keinen Bock mehr, oder? Schöner Schuss, schade. Ich überlege gerade, aber Zuber kann man, glaube ich, mal rausnehmen. Müssen da den Einwechselspielern, wenn wir die jedes Mal nehmen, auch Fitnesskarten geben, weil die regenerieren sich ja nicht, wenn die jedes Mal eingewechselt werden. Ah, aber wenigstens nehmen wir ein bisschen Tempo raus. Oh, wir waren dran, wir waren dran. Wow! Freunde, Freunde, Freunde! Krass abgefälscht. Oh, sorry, es wäre auch war ein lacker Schuss. Der ging zwar zum Glück nur ans Alu, aber es war definitiv ein lacker Schuss, weil. Na, ihr habt's ja gesehen. Eieiei, da hat aber Glück, dass es da kein Foul gibt, ey. Och, geh doch ran, Mann, da lag 1 Meter weg der Ball, wenn überhaupt. Oh, naja, okay, jetzt ist es aber verdient, mit der Chance ist es verdient. Das muss ich zugeben. Mit der Chance ist es verdient, auch wenn das trotzdem ein Lagertor war, aber es verdient der Ausgleich. Schade.
Hätten wir uns, glaube ich, auch ein bisschen besser verteidigen können, aber im Großen und Ganzen sehr viel war da nicht mehr möglich. Genial, beschissener Pass. Idee war gut, Ausführung scheiße. Zum Glück standen wir da genau richtig, aber gut gespielt von ihm. Soll er nicht hin dabei? Konnten Werner auch so gut wie gar nicht in Szene setzen. Schade, 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 schade. Schon wieder Verlängerung. Ey, kann ich mal ein Spiel in der regulären Spielzeit gewinnen? Was ist denn hier los? Ach so, ich wollte ja eigentlich wechseln. Ah, oh, egal. Schade. Hat er perfekt verteidigt. Ich denke halt, er antizipiert aber anders hin. Macht er leider nicht. Ja, war ein schwacher Pass, aber das schien mir da gerade einfach beste Möglichkeit. Danke. Wieder so ein anstrengendes Spiel, Mann. Gib mir doch mal einfachere. Gibt's doch nicht. Habe ich gerade Quadrado eingewechselt? Bin ich komplett bescheuert? Ich habe gerade Quadrado eingewechselt. Oh mein Gott. Ich meine, ich habe Fitnesskarten, aber trotzdem. Peinlich. Komm, Sanchez darf nicht hinterherkommen. Och Mann. Okay, komm, jetzt machen wir noch schnell eins. Der wechselt auch nicht, wie es aussieht, ne? Und da habe ich es nicht mitbekommen. Och, er ist abgeprallt, war kein Pass. Oh, fast. Immer in die Ecke.
Oh, er schießt. Ach, wir haben ja noch den Ball. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich habe gar nicht gerafft, dass wir noch den Ball haben. Ich wollte gerade sagen, ach, warum schießt er denn nicht direkt, da Werner? Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass wir den Ball noch haben. Hier, das habe ich nicht gesehen. Krass. Und dann schaffen wir es doch noch. So, und jetzt bitte. Ich hoffe, das läuft wie bei dem, wie im gleichen Schema bei den, von den anderen Spielen, dass wir jetzt das noch gewinnen in der Verlängerung. Okay, ganz ehrlich, es wäre verdient, wenn er jetzt den Ausgleich geschossen hätte, weil das war schon wieder gut gespielt, denke ich. Und es ist das dritte Mal Alu von ihm gewesen oder so. Von daher kein verdienter Sieg für uns, wenn wir jetzt gewinnen sollten. Da muss ich Quadrado eine Fitnesskarte geben, weil ich blöd bin. Und Quadrado einwechseln. Die letzten Spiele waren auch komplett ohne Fouls, oder? Also total nett. Leider natürlich nichts mehr anbrennen, sollte klar sein. Alter, immer diese verdammte Verlängerung, immer da schieße ich dann auf das Tor und gewinne, aber ich würde gerne in der regulären Spielzeit gewinnen, verdammt nochmal. Tore, Werner, Arangis, Bender, Vorlagen, Arangis, okay, geil. Drei Tore, eine Vorlage. Also insgesamt. So, ich habe keine Ahnung, wie spät es ist, ich bin echt verdammt müde und kaputt, aber ich glaube, ich werde echt noch riskieren und probieren und noch eine Folge aufnehmen, oh Gott. Ja, aber ich glaube, ich werde mich echt am Sonntag freuen, dass ich nur noch 17 Spiele habe statt 19. Von daher, bis morgen dann und hoffentlich mit einer weiteren Folge tief in der Nacht. Tschüss.